Was ist denn überhaupt dieses neue Projekt? Ja, das neue Projekt, da sind wir überhaupt sehr, sehr froh drüber, weil das uns nochmal so einen richtigen Push gibt, dass wir auch das Thema mit dem Klimawandel, der einfach total aktuell ist im Alpenraum und auch weltweit, nochmal einfach fördern können hier in der Energiewende Oberland. Und das Projekt, das beschäftigt sich einmal mit der Umsetzung von Energie- und Klimaschutzkonzepten durch die Bündelung von Aktivitäten. Viele Kommunen im Oberland haben schon etwas getan, haben also Klimaschutzkonzepte aufgesetzt, Energiepläne gemacht. Und jetzt sagen wir, es muss eigentlich viel mehr geschehen. Und das schaffen wir dadurch, dass wir Aktivitäten bündeln, dass nicht jede einzelne Gemeinde etwas tun muss, sondern dass sich Gemeinden zusammentun und zusammen überlegen, wie kann man Dinge gemeinsam anfassen. Was sind das konkret für Dinge? Es geht eigentlich hauptsächlich in dem Projekt um zwei Zielrichtungen. Das eine sind einfach das, was alles, was wir unter Energie- und Klimaschutzkonzepten kennen und verstehen. Das ist zum Beispiel Energiemanagement in Kommunen. Wie gehe ich effizient mit dem Verbrauch von Strom und auch von Wärmeleistungen um? Und das andere ist, dass man das Thema des Klimawandels auch nochmal viel stärker in die Gemeinden bringt. Weil es ist so, dass die Gemeinden sich wirklich auch anpassen müssen an den Klimawandel. Wie wir das diesen Winter wieder sehen, der ist sozusagen einer, der uns schon mal sagt, wie es in der Zukunft sein wird, nämlich einfach viel, viel zu warm. Der Dezember ist total historisches Hoch gewesen, um mehrere Grad wärmer, als er hätte sein müssen. Und solche Art Winter werden wir in Zukunft einfach nicht nur Winter, werden auch andere Sommer erleben. Und das ist für die Gemeinden sozusagen, sie müssen sich fit machen für die Zukunft. Dann fass doch nochmal ganz kurz für mich zusammen, wie genau heißt das Projekt und von wem werdet ihr da jetzt gefördert? Das Projekt, das hat einen englischen Namen und davon ist Peace Alps die Abkürzung. Und es geht bei dem, das Projekt heißt die erfolgreiche Umsetzung von Energie- und Klimaschutzkonzepten durch Bündelung von Aktivitäten. Ja, genau. Auf Englisch heißt es dann Pooling Energy Action Plans and Enhancing the Implementation. Denn wir sind dort ein Konsortium von 12 Organisationen aus verschiedenen europäischen Regionen. Denn das ist ein Projekt der EU in dem großen Topf interregionale Zusammenarbeit. Ich glaube, was spannend ist, ist das, dass man über das letzte Projekt einen EU-Standard, dieses SEAP, wie es abgekürzt heißt, mit in die Region bringen haben können. Das bedeutet, dass auf Ebene der EU sich Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zum Konvent der Bürgermeister zusammengeschlossen haben und sich das Ziel gesetzt haben, die Emissionseinsparungen der EU zu übertreffen. Das heißt, mehr als 20% bis zum Jahr 2020 einzusparen an CO2. Und durch dieses letzte Projekt ist eben die Stadt Geretsried auch mit dem Konvent der Bürgermeister beigetreten und hat da im März in der Abschlussveranstaltung von unserem Projekt auch eine Auszeichnung direkt von einer Mitarbeiterin von der Europäischen Kommission erhalten. Unser Ziel ist es natürlich, dass über das nächste Projekt, das jetzt hier in die Region kommt, mehr Kommunen, aber vielleicht auch Landkreise in diesen Verbund mit einsteigen und sich dadurch einem gewissen Monitoring untergeben. Das heißt, ich muss die Ziele, die ich mir setze, ab und zu mal wieder kontrollieren und auch wieder nachprüfen, bin ich denn noch auf dem richtigen Weg? Wenn ja, gut, wenn nein, wie kann ich denn meinen aktuellen Weg korrigieren, um wieder in die Erreichung der Ziele einzutreten? So ein Klimaschutzkonzept oder Energiekonzept klingt erstmal sehr abstrakt. Aber ich denke, man kann es vergleichen mit einem Plan für ein Haus. Ich habe damit den Plan für das Haus geschaffen, wie die Gemeinde ihren Energiehaushalt in Zukunft darstellen will, nachhaltig. Was ich aber dann machen muss irgendwann, ich muss einen Kran bestellen, ich muss einen Lastwagen bestellen, ich muss einen Maurer bestellen, ich muss einen Dachdecker, einen Zimmerer bestellen. Und das ist eigentlich das, was wir im Rahmen von diesem Projekt machen wollen, dass wir die Kommunen dabei unterstützen, hier wirklich in die Umsetzung, in die Bestellung von dem Kran quasi einzusteigen. Das ist der Hintergrund. Wie läuft denn jetzt Peace Alps ab? Das heißt, wendet ihr euch an die unterschiedlichen Gemeinden oder wenden die sich an euch? Genau, also der erste Schritt wird jetzt erstmal sein, dass wir innerhalb der Partner des Projekts, also wie vorher gesagt, aus eben mit 5 Alpenländern, die sich zusammensetzen, dass wir uns da erstmal treffen
und vereinbaren, wie jetzt das ganze Projekt angegangen werden soll. Im Anschluss daran werden wir ganz klar halt auf die Kommunen in der Region zugehen und mal nachfragen, wer denn Lust hat, hier mitzumachen bei dem Projekt und sich als Pilotgemeinde zur Verfügung zu stellen. Genau.